Ho, 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 ho! Merry Christmas! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Advent-Gewinnspiel hier auf meinem Kanal. An allererster Stelle natürlich erstmal einen frohen dritten Advent wünsche ich euch allen, Freunde. Heute gibt es hier wieder etwas zu gewinnen. Und der heutige Tag, der dritte Advent, ist gesponsert von Nakon und dementsprechend habe ich ein paar Controller für euch am Start. Und zwar ganz genau 4 Stück, die 4 Personen von euch gewinnen werden können. Das heißt, heute auch wieder ein paar Gewinner mehr. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Controller. Und zwar haben wir hier den Nakon Revolution Unlimited Pro Controller. Den kennt ihr, ich habe auch dazu ein Video schon gemacht, Freunde. Es ist ein richtig, richtig guter Controller. Wir haben hier hinten noch weitere Pedals bzw. ein paar Knöpfe hinten drauf, die wir nutzen können, um quasi einen Ego-Shooter spielen. Zum Beispiel damit jumpen zu können, die Waffe nachladen zu können oder wie auch immer. Also wirklich ein sehr, sehr praktischer Controller. So eine Art wie ein Scuff-Controller, wenn man es so will. Also wirklich ein richtig gutes Teil. Ihr könnt hier die Empfindlichkeit von den Sticks einstellen. Wir können wirklich einfach alles so personalisieren, wie wir das gerne hätten. Und sogar auch die Trigger hinten verkürzen oder wie auch immer. Das Ganze haben wir hier einmal für euch am Start, beziehungsweise den gibt es zweimal für euch zu gewinnen und dann auch nochmal quasi das gleiche noch einmal, aber in einer limitierten Call of Duty Black Ops Cold War Edition, Freunde. Ihr seht es hier, es sieht wirklich mega, mega schön aus auch, ja. Und wie gesagt, die sind limitiert, davon gibt es nicht viele und davon haben wir auch 2 Stück. Und das Ding kann genau dasselbe wie der andere Revolution Unlimited Pro Controller auch. Es ist nämlich ein Revolution Pro Controller, nur wie gesagt im Call of Duty Black Ops Cold War Style. Freunde, ich hoffe natürlich, dass dieses Gewinnspiel euch auch gefallen hat. Lasst sehr, sehr gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr wissen wollt, wie ihr teilnehmen könnt. Es steht auf jeden Fall in der Videobeschreibung drin, aber ich erkläre es euch auch nochmal ganz kurz. Ihr müsst einfach nur euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben. Natürlich könnt ihr auch noch dazu schreiben, warum ihr gewinnen wollt oder was ihr cooler finden würdet. Tut letztendlich nichts zur Sache. Wir werden dann per Zufall entscheiden, wer was gewinnt. Aber ihr könnt natürlich trotzdem irgendwas in die Kommentare schreiben. Und auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dann braucht es vielleicht nicht nochmal in die Kommentare zu schreiben. Jeder darf nur einmal kommentieren. Ich habe hier so einen Verlosungsbot, den ich dafür nutze, um einen zufälligen Gewinner rauszusuchen. Und da kann man zum Beispiel auch einstellen, dass doppelte Kommentare oder mehrere Kommentare rausgelöscht werden sollen und nicht in die Bewertung mit einfließen. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, ein einziges Mal kommentieren. Und das war's, damit jeder dieselbe Chance hat, meine Lieben. Und Instagram auch nochmal ganz kurz erklärt, weil es einer mal letztens gefragt hatte, warum Instagram? Ich habe kein Instagram. Ganz einfach, Freunde, es ist der einfachste Weg für mich, den Gewinner zu kontaktieren oder dass der Gewinner sich halt mit mir in Verbindung setzt, da man auf Instagram jeden Namen auch nur ein einziges Mal haben kann und dann gibt es keine Faker oder wie auch immer, man kann da nichts machen. Dementsprechend ist das, finde ich, einfach, einfach. Einfach. Freunde, in dem Sinne, einen schönen dritten Advent. Habt alle viel Glück. Viel Spaß bei dem Gewinnspiel und bis zum nächsten Advent-Gewinnspiel. Da wird es nämlich nochmal ganz, ganz wild, Freunde. Es gibt keine PlayStation 5, nein, es gibt aber noch was viel, viel krasseres. Dementsprechend seid gespannt, bis zum nächsten Gewinnspiel. Euer Raton, ho, 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 peace.